Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der monatlich erscheinenden Look Fantastic Beauty Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese schöne Box hineinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box im August ist himmelblau. Und das finde ich schön, ich mag das gerne, passt tatsächlich auch gerade sehr zu dem Himmel, den ich da vorne sehen kann. Und ja, hier haben wir 5 Beauty-Produkte drin enthalten, mindestens 5 Beauty-Produkte. Der Warenwert der Produkte ist immer höher als das, was wir dafür bezahlt haben. Wir bezahlen ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat müsste das sein. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt dem nächsten Abo abzuschließen, weil wir dann alle den Adventskalender schneller und günstiger bekommen. Also schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch einen Code verlinkt und Freunde werden Freunde gedönsen, ne? Genau. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier im Hochsommer drin erwarten werden, denn es ist wirklich super warm. Ihr seht es mir wahrscheinlich auch an. Ich habe nicht super viel Make-up oder so im Gesicht. Selbst die Mascara, die ich drauf habe, ist hart am Abstempeln. Das ist der Wahnsinn. Habe ich sonst nie, dass Mascara bei mir abstempelt. Puh, mir ist warm. Ja, und jetzt nehme ich einmal den Deckel hier runter und schaue mal, was wir hier drin haben. Ne? Zuallererst ist hier immer so ein Zitat drin. Hydrated Skin is happy skin. Definitiv. Also quasi ja, hydratisierte, durchfeuchtete Haut ist glückliche Haut auf jeden Fall. Ich bin ja auch so ein Trockenflaum-Mensch und dementsprechend kann ich das wirklich sehr gut gebrauchen. Und hier steht auch im Motto tatsächlich, it's time to hydrate. Also quasi, es ist Zeit, sich zu hydratisieren. Wo wir gerade schon beim Motto sind, Leute. Gönnt euch auch Hydratisierung von innen. Das ist so viel wichtiger als das von außen sogar. Also Prost, ne? Das ist einfach nur Leitungswasser hier. Oh. Ja, es ist so wichtig, ne? Und nicht allzu kalt, auch wenn kalt erfrischend ist. Aber wenn du es zu kalt trinkst, also so richtig krass mit Eiswürfeln und so weiter, dann schwitzt du mehr. Wenn du es so ungefähr Raumtemperatur ein bisschen kühler trinkst, dann hast du immer noch die Erfrischung, aber schwitzt nicht so doll. Also das ist so ein kleiner Tipp von mir. Oh, mag ich gerne. Okay, also wir haben hier tatsächlich dann das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier ist immer so ein kleines Editorial abgebildet. Dann haben wir hier Produkte aufgeführt. Da ist dann die Frage, was davon wirst du in deiner Box drin haben? Das weiß man nicht so genau, ne? Ja, ist auf Englisch. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir das auf Deutsch hier auch noch bekommen würden, weil hatten wir, glaube ich, auch mal, oder? Die Look Fantastic Beauty Box liefert ja schon seit Jahr und Tag irgendwie nach Deutschland und dann sollten die es eigentlich meiner Meinung nach auch gebacken bekommen, das Heftchen auf Deutsch rauszubringen. Aber gut, ja, so ist das Leben eben. Hier sehe ich Produkte aufgeführt und 3 von den Produkten, die hier drin sind, hat wohl jeder, denn die sind hier nochmal richtig intensiv aufgeführt. Dann sind hier so Menschen, die was erzählen, auch bekannt als Interviews. Und wir haben What's Coming Up, also quasi ein Teaser für den nächsten Monat. Und da ist etwas drin, was ich leider nicht verwenden werden kann. Und zwar von Ren, ein Clean Skincare Toner mit AHA, also Fruchtsäure. Sehr vorsichtig anzuwenden, aber da kommen wir dann im September zu. Ne? Also das ist quasi angeteasert. Wert von 15 Pfund, da hast du den Boxenpreis im Prinzip schon wieder raus. So, dann gucken wir mal zusammen in die Box. Und mir kommt auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein frischer Duft, aquatischer Duft entgegen, ne? Weiß ich nicht, irgendwie angenehm. Haben wir ein Seidenpapier, was ich mal zur Seite packe. Oh, und das ist der Blick in die Box hinein. Da sehe ich als allererstes etwas, was auch hier so drin rumgerappelt hat. Und ich finde es interessant, dass es überlebt hat. Und zwar ist es von Glove ein Jade-Gua-Sha-Gedönsen. Damit kann man halt richtig schön das Gesicht massieren. Machst du dir halt vorher so ein Öl drauf oder man hat ja eh schon genug im Gesicht an Pflegekram gerade so, ne? Das heißt, da wird es jetzt bei mir auch ganz gut funktionieren. Da kann man halt so hier diese Kinnpartie ganz gut bearbeiten. Das ist so eine Art Lymphdrüsenmassage, die man hat, ne? Und das hat auch wohl jeder mit drin. Also das ist eins der 3 Produkte, die hier auch wirklich aufgeführt sind. Und ja, finde ich schön. Also ich habe sowas tatsächlich schon. Dementsprechend wird das jetzt bei mir weiter wandern. Aber es ist an und für sich ein gutes Produkt. Wir haben hier auch wirklich einen Stein. Und nicht so ein Plastikvieh, was mal in der Glossybox drin war. Also in der Schwesterbox von der Look Fantastic Beauty Box. Ja, ich habe irgendwie ein Haarproblem hier. Gut, dann nehme ich das nächste Produkt raus. Und zwar ist es hier von Philip Kingsley, der Elasticizer Deep Conditioning Treatment. Und ja, das sind 40 ml jetzt in diesem Sachet. Ich finde das
schwierig, so ein Sachet hier reinzupacken, weil das ja doch eher probentechnisch funktioniert, ne? Wobei 40 Milliliter ist ja keine Probe mehr, aber das ist echt blöd von der Verpackung her. Bin ich ehrlich, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, denn dieses Produkt hat auch jeder in seiner Box mit drin. Ich hätte es jetzt cooler gefunden, wenn die das in einem Pöttchen drin gehabt hätten. Gut, den Elasticizer habe ich schon mal auch von Look Fantastic, ich glaube, im Adventskalender drin gehabt. Der soll die Haare halt richtig geil machen, ne? Und den machst du dir halt wirklich, bevor du deine Haare schamponierst, rein. Also im Prinzip musst du deine Haare nass machen, dann machst du dir das rein. Lässt das 10 bis 20 Minuten einwirken, je länger, desto besser. Und ja, am besten mit einer Duschhaube steht hier auch, okay, auch interessant. Mindestens einmal pro Woche verwenden. Und danach kannst du es halt ganz normal Shampoo, Conditioner, Scalp Toner und so weiter verwenden. Ja, ne? Ist ein sehr teures Produkt. Das weiß ich auch wohl, weil die Marke sehr hochpreisig ist, aber die Verpackung gefällt mir nicht. Bin ich ehrlich. So, dann nehme ich das dritte Produkt raus, was jeder drin hat. Und zwar ist das ein sehr, sehr teures Produkt. Ein sackenteures Produkt, ehrlich gesagt sogar. Von Medicard oder Medicaid. Das Hydrate B5 Intense. Hyaluronic Acid mit NMF. Ich weiß nicht, was NMF ist. Replenish and Boost. 8 Milliliter sind hier drin. Und Medicaid ist halt eine sehr hochwertige, hochpreisige Marke. Das ist ein Serum mit einer Glasflasche hier unten. Ne? Pipette haben wir hier am Start. Und B5. Pro-Vitamin B5. Es ist halt auch wirklich so durchfeuchtend und so weiter. Ne? Es gibt wirklich Feuchtigkeit. Und das ist wirklich ein sehr, sehr teures Produkt. Haben wir alle mit drin. Freue ich mich drüber. Werde ich auch mal ausprobieren und euch dann auch in einem Aufgebraucht-Video von berichten können. Das ist schon krass, ne? Schön. Freut mich. Ja, kann man nichts zu sagen, ne? Jetzt habe ich noch drei Produkte, die man drin haben könnte. Ne? Also da schaue ich mal. Ja, hätte man noch definitiv ein paar andere Produkte drin haben können. Eine Bürste und so weiter. Schauen wir einfach mal, was ich hier so mit bei habe. Also einmal von Sacha Juan, ein Ocean Mist Volume Shampoo. Das ist schön, 30 Milliliter, ist eine schöne Reisegröße, die man jetzt so mitnehmen kann, wenn man übers Wochenende irgendwie wegfährt, ne? Und das sieht gut aus. Das ist auch das Produkt, wow, was sehr aquatisch riecht. Oh, krass. Sehr würzig aquatisch riecht das tatsächlich. Wow, womit ist das denn bitte schön? Weil das riecht so intensiv. Das ist krass. Das ist richtig krass. Das wird einem auch so einen frischen Kick geben. Kann mir sogar fast vorstellen, dass es auch so eine Art Menthol-Shampoo ist, was die Haut dann auch so ein Stück weit erfrischen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das gibt es öfters mal so in Männerduschgels oder in Männer-Shampoos, dass die auch so einen frischen Kick mit dabei haben. Das kann ich mir hier allein vom Duft her und von der Farbe vielleicht auch ein bisschen vorstellen, ne? Jo. Dann habe ich jetzt zwei Produkte, die ich ins Full Face Beauty Box mit reinpacken kann. Wobei ich mir den Nagellack jetzt nicht unbedingt ins Gesicht geben werde. Aber die Farbe gefällt mir von Nailberry L'Oxygené Oxygenated Nail Lacquer. Und das ist die Farbe Candy Floss. Das ist eine schöne Farbe. Die haben wir natürlich auch schon öfters bei Essie-Lacken gesehen, ne? Aber das sieht hübsch aus. Das ist einfach mal was anderes, ne? Dieses Nailberry. Oh, ja, ich habe dreckige und nicht gemachte Fingernägel. Es tut mir leid, da muss ich mich noch dran setzen. Aber bin ich heute nicht so gekommen und heute wollte ich einfach ein bisschen drehen, weil ich Bock hatte drauf. Weil gestern habe ich so viel Buchhaltung gemacht. Egal. Auf jeden Fall ist es eine richtig schöne Farbe. Die kann jeder auch irgendwie gut tragen. Ist für mich aber keine Fußnagellackfarbe, sondern eher so für die Fingernägel. Ne? Mag ich aber gerne leiden. Doch, das wird ausprobiert. Und das letzte Produkt, was ich in der Box drin habe, ist etwas... Hey, das wird wahrscheinlich nicht bei mir bleiben. Von The Balm, ein Produkt mit 1,7 Milliliter. Meat Matte Uses oder Use, weiß ich nicht. Ein Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Sincere. Ist eine schöne Farbe, eine tragbare Farbe. Aber ich bin echt kein Fan von Liquid Lipsticks, ne? Weil ich eigentlich eher so dieses, sieht man auch immer wieder bei mir, ich bin eher so glossy, ne? Das mag ich einfach lieber. Wenn matt, dann halt wirklich als Lippenstift. Aber dann halt auch nicht so dieses super trockene Gedönsen wie das hier, ne? Naja, aber gut, das hier war jetzt meine Box. 15,50 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich habe sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik bekommen. Ein Tool ist auch mit dabei. Ich finde, die Box ist gut gestaltet. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Es ist immer wieder ein Glücksspiel, was man natürlich hat, weil man nicht weiß, was in der Box drin ist und ob das Produkt dann auch wirklich hundertprozentig zu einem passt. Trotzdem bin ich ein absoluter Fan von Beautyboxen und welche Beautybox zu einem so am besten passt und was so am besten harmonisiert,
müsst ihr tatsächlich selber für euch entscheiden. Da schaut einfach mal das ein oder andere Unboxing an. Und dann seht ihr auch, was so immer ungefähr in den Boxen drin ist, so von der Preiskategorie her, von der Größe der Produkte her, ne? Und auch von den Kategorien allgemein. Und dann könnt ihr am besten selber entscheiden, welche Box für euch am coolsten ist. Ich bin sehr gespannt, sagte sie im Hochsommer bei 30 Grad Außentemperatur. Geil. Auf den Adventskalender, der wird wahrscheinlich dann im September schon gelauncht werden, was dann ja auch nächsten Monat ist. Also das kann ich mir echt gut vorstellen dementsprechend. Es geht ab, Leute, ihr wisst Bescheid. Und ja, wie gesagt, das ist halt immer eine ganz nice Geschichte. Wenn man halt schon ein Abo hat, dann wird man entsprechend bevorzugt durch Preis und durch Verfügbarkeit. So, das war es jetzt hier von mir und der Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat August. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann war es das auch hier von mir. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!